Freunde, heute geht's wieder an den Start. Wir fahren ein 9 PS Rennen, was ja einmal im Monat ist, im Kartomania. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin für heute, ich sage jetzt mal, aufgeregter wie bei den ersten beiden Rennen, die ich jetzt schon gefahren bin. Weil beim ersten Rennen, da habe ich mir so ein bisschen selber eine gute Position versaut. Beim zweiten Mal habe ich meine eigene Pace nicht gefunden. Deswegen bin ich jetzt heute umso gespannter, wie das Rennen ablaufen wird. Vor allem heute ist ein absolut beschissenes Wetter, um Indoor-Kart zu fahren. Gut, Outdoor brauchen wir nicht drüber reden, aber da wäre es noch schlechter. Aber für Indoor-Kart fahren sind Temperaturen, wir haben jetzt hier 8, 9 Grad ungefähr, aber es pisst. Es war den ganzen Tag über nicht besonders warm. Und deswegen der Grip heute, der wird spannend, sage ich euch, wie es ist. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dort bin. Und euch wünsche ich ganz viel Spaß bei dem Video-Rennen. Bis gleich. So, Freunde, und damit heiße ich euch herzlich willkommen im 9 PS Kart vom Kartomania. Ja, nach meiner Ankunft im Kartomania ging es leider sehr, sehr, sehr schnell, bis wir dann tatsächlich doch ins Kart gekommen sind. Offizieller Start der 9 PS Rennen ist immer 21 Uhr. Ankunft der Fahrer sollte so zwischen 20.30 Uhr und 20.40 Uhr sein. Wir waren dann alle relativ zeitnah um 20.40 Uhr da. Allerdings sind wir angekommen, da lief noch ein Rennen oder Zeitfahren, das habe ich jetzt nicht so ganz durchgeblickt, ist auch im Endeffekt eigentlich egal. Und dann hieß es zu uns, ja Leute, wir haben jetzt hier nichts mehr groß zu tun, wir können direkt starten. Dann saßen wir am Ende, ich glaube um 20.50 Uhr, 20.55 Uhr tatsächlich schon im Kart, und da ging dann nicht mehr viel mit Filmen reden, weil eigentlich wollte ich noch was sagen zu Temperaturen und so. Also man muss sagen tatsächlich, dass es am Renntag dann in der Halle selber wärmer war, als ich vermutet habe. Gerade wegen dem Regen, gerade wegen den Temperaturen den Tag über, war es dann doch im Verhältnis relativ warm. Aber man sieht es hier an meiner Fahrlinie überhaupt, wie ich fahre. Ich hatte schon sehr, sehr Probleme, das Kart so durch die Kurven zu bekommen, dass es so ist, wie ich es gerne möchte, und natürlich noch zusätzlich, ohne dass ich mich drehe. Also gerade hier auf Start- und Zielgeraden, diese schnelle Linkskurve, die jetzt kommt, da habe ich mich einmal dann sogar gedreht im Qualifying. Also der Grip war gestern trotzdem nicht ganz so super. Aber ja, ist im Endeffekt auch egal. Ich möchte nur ganz kurz noch vorab zu diesem Video sagen. Und zwar haben wir am Ende einen Rennabbruch wegen zu viel Emotion in der Luft. Das, ja, ich habe erstmal gedacht, hey, was geht jetzt ab? Und ja, dann wurde erstmal gecheckt, ob es überhaupt weitergehen kann. Und das war dann 15 Runden nach Rennstart. 10 Runden wären jetzt noch übrig geblieben, und genau diese 10 Runden, die sind wir dann natürlich noch gefahren. Allerdings fehlen die mir leider, wie auch im letzten Liga-Kart-Rennen, als Videodateien von der GoPro. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich vermute mal, dass meine GoPro irgendeinen kleinen Knall hat, den ich selber natürlich nicht beheben kann, außer durch einen Neukauf. Und ja, also nur, dass ihr da Bescheid wisst, ungefähr die Hälfte des Kartrennens fehlen. Wobei man auch fairerweise, guck mal, da war jetzt sogar mein Dreher, den ich gerade noch erwähnt hatte. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst, ungefähr die Hälfte fehlt leider, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so krass, weil das tatsächlich Spannende ist das, was da ist. Und ja, viel zu sagen gibt's nicht. Wir hatten einen Qualifying wie immer von, was sind es bei 9 PS, glaube ich, 12 Runden oder 13, und im Endeffekt ein Rennen von 25 Runden. Und ja, ich konnte eigentlich das ganze Qualifying über komplett frei fahren. Ich konnte schauen, dass ich versuche, meine Linie zu finden. Wobei man tatsächlich sagen muss, bei dieser Linkskurve, da habe ich es tatsächlich erst im Verlauf des Rennens gecheckt, wie ich sie heute zu fahren habe. Das habe ich im ganzen Qualifying falsch gemacht, und das war wahrscheinlich dann auch am Ende das,
warum mir auf die nächst vordere Position 1,5 Zehntel gefehlt haben, die ich dann aber im Rennen wiedergeholt habe. Und wie ihr es jetzt hier seht, habe ich mich im Qualifying auf Platz 3 qualifiziert, worauf ich sehr stolz war, weil, wie ich es im Intro gesagt habe, das erste Rennen habe ich mir selber versaut, die Position. Im zweiten Rennen war meine Pace nicht so ganz da, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ja, ihr seht, da hinten wurde noch mit einem Kollegen, mit einem Fahrer geredet, weil der hatte so ein bisschen seine Problemchen im Kart, die dann hinterher nochmal besprochen wurden. Und jetzt haben wir hier den Rennstart. Die Lampen sind auf grün und es geht los. Ja, ihr seht es direkt, ich versuche meine Position zu verbessern oder eigentlich sogar zu verteidigen, weil von hinten kamen die Leute und ich habe mir gedacht, Jungs, wisst ihr, was die Bremse ist? Weil die sind mir, ihr hört selber, die sind mir reingekracht bis zum geht nicht mehr. Und ich sage es euch ehrlich, einen Tag später hatte ich solche brutalen Rückenschmerzen und auch dementsprechend ein bisschen Schwellungen, wobei das bei mir relativ normal ist, da ich bin ja relativ dünn und ja, wenn ich keinen Polster im Sitz habe, dann ja, rutsche ich ein bisschen hin und her. Hier habe ich dann versucht, meine Position zu verbessern, weil die bei Position 1 und 2 gekämpft haben. Hat leider nicht ganz funktioniert, weil der Zweite, der konnte ziemlich, ziemlich stark verteidigen. Also ja, ich habe es natürlich versucht, P3 zu P2 zu machen, aber das war definitiv alles andere als leicht. Ich habe natürlich meine zwei typischen Überholenstellen versucht umzusetzen, aber wie ihr es jetzt gerade schon gesehen habt, er fährt meine typische Überholstelle ziemlich, ziemlich, ziemlich eng. Von daher musste ich mir dann natürlich was anderes einfallen lassen. Hier durch diese Kurvenpassage bin ich deutlich stärker durchgekommen als er. Aber ja, da hat dann am Ende dann doch die Endpace nicht gepasst oder beziehungsweise die Strecke ist am Ende einfach zu eng, als dass man da wirklich, ja, es vielleicht sogar außenrum hätte probieren können. Und ja, das war jetzt eigentlich so im Grunde mein ganzes Rennen über. Es war mal enger, mal weniger eng, mal habe ich natürlich auch ein bisschen an Pace und an Konzentration verloren und habe ein bisschen erstmal wieder versuchen müssen, meine Linie und meine Pace an sich zu finden. Und das ist mir dann halt über das ganze Rennen mal besser, mal schlechter gelungen. Und wie gesagt, nach dem Rennabbruch dann, da hatte ich noch mehr zu kämpfen mit dem Kart. Da habe ich dann tatsächlich sogar zwei Positionen verloren gehabt, die ich mir dann aber über die restlichen 10 Runden auch wiedergeholt habe, was auch ein ordentlicher Kampf war, weil Position 4, da musste ich erstmal ordentlich aufholen, bis da überhaupt mein Positionskampf ging. Aber die Position habe ich mir dann relativ schnell wieder geschnappt, weil am Ende vom ganzen Rennen hatte ich tatsächlich gute 1/10 hatte ich die schnellste Rennrunde und das war dann am Ende auch mein Trumpf, sage ich jetzt mal, nach dem Rennabbruch die Position 3 wieder zu bekommen, nachdem ich auf Position 5 zurückgefallen bin. Und ja, ihr seht's, ich hatte meine starken und meine schwachen Kurvenpassagen. Das liegt natürlich auch am Gewichtsunterschied von ihm zu mir. Da komme ich halt natürlich auch teilweise besser raus aus den Kurven. Aber wie gesagt, die Strecke Kartomenia, die ist dann halt am Ende doch zu eng. Und die Karts sind zu schnell an der Endpace, als dass man da etwas hätte versuchen können. Und ja, ich würde sagen, ich lasse euch jetzt erstmal ein bisschen allein. Genießt ein bisschen Rennaction, genießt ein bisschen Positionskampf. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Freunde, also ihr seht, das ganze Rennen war eigentlich durchgehend dasselbe, zumindest am Anfang, den Teil, den ich euch hier zeigen kann. Es gab auch, ihr habt es ja gesehen, zwischenzeitlich kurz ein Überholmanöver von mir gegen Position 2. Da habe ich dann auch ehrlich gesagt gedacht, geil, jetzt habe ich ihn endlich mir geholt, jetzt muss ich ihn nur noch verteidigen, weil zu dem Zeitpunkt wäre dieses Rennen nicht abgebrochen worden, wäre Position 2/3 ziemlich, ziemlich safe gewesen. Und da habe ich mir echt gedacht, Junge, jetzt musst du verteidigen, jetzt gib alles, jetzt darfst du keine Fehler mehr machen. Und dann hat er mich am Ende nach der Start- und Zielgeraden, wo es dann links rumgeht und dann der rechts sieht, da hat er reingestochen. Da war er, das hat mich auch echt krass überrascht, weil gerade bei der Endgeschwindigkeit, die die Karts haben, ist es schon auch, ja, es ist sehr, sehr mutig. Also ich sag ganz ehrlich, ich mit meinem Leichtgewicht, wenn ich das machen würde, ich würde es glaube ich drehen. Also deswegen versuche ich halt auch so ein bisschen meine Linie zu verändern. Und ja, ich meine, ihr habt es ja auch jetzt über das ganze Video gesehen. Ich habe, im Gegensatz zu meinem Qualifying, habe ich geguckt, dass ich viel weniger rutsche, dass ich mehr schaue, dass ich anstelle, dass ich so einen gesunden Mix zwischen Driften und vernünftigen Fahren hinzukriegen. Ja, Freunde, was gibt es jetzt noch zu diesem Video, zu diesem Rennen zu sagen? Eigentlich Racing-Relevantes nichts mehr, habe ich alles schon gesagt. Ja, es gab jetzt natürlich zwei ärgerliche Situationen. Zum einen natürlich den Rennabbruch, weil das hat natürlich auch automatisch dazu geführt, dass man rauskommt aus seinem Flow, dass man aus der Rennaction rausgezogen wird und so weiter und so fort. Und natürlich hat es zu bedeuten, dass der weitere Rennverlauf, weil wir drei, die Position 1 bis 3, wir haben uns natürlich einen gewissen Vorsprung herausgearbeitet und im Endeffekt ist es dann wie in der Formel 1 mit einem Safety Car, da kann dann wieder alles passieren bei einem Restart und nachdem es für uns rausging, da habe ich dann auch erstmal mit einem Mitarbeiter gequatscht und der hat gemeint, ja, dieser Alarm, der ist seit über 10 Jahren nicht passiert, also was auch immer da war, war ein Sonderfall. Was mich aber natürlich für mich persönlich und natürlich vor allem für euch noch viel, viel mehr ärgert, dass die Dateien zur zweiten Rennhälfte fehlen. Weil was mich halt auch wundert, ist, nachdem es zu uns hieß, wir sollen wieder in die Karts einsteigen, es geht wieder weiter. Ich hatte meinen Helm schon auf, habe auf Aufnahme gedrückt auf der Kamera und habe dann aber meinen Helm nochmal kurz abgezogen, um es selber kurz zu kontrollieren und die Kamera hat angezeigt,
dass er aufnimmt. Deswegen wundert mich das noch viel mehr. Und genau diese Datei, nach der ich dann, wo ich dann geprüft habe, die existiert sogar. Aber das sind glaube ich 15 Sekunden und danach ist alles futsch. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Schon wieder. Wie gesagt, ich vermute, dass meine GoPro einfach nicht mehr funktioniert, wie sie soll. Mehr zu sagen gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Ich kann noch kurz erklären, wie es Rendern weiterging. Und zwar, wir haben gestartet, wie in GT Masters, DTM, also die ganzen GT-Serien, im fliegenden Start. Wir haben erst eine langsame Runde gehabt, dann eine schnelle Runde und dann bei grüner Flagge ging es wieder los. So ist es dann auch abgelaufen. Die grüne Flagge hatte ich ein bisschen verpennt, weil ich hatte so verstanden, dass es bei den grünen Lampen losgeht. Und dann habe ich die grüne Flagge gesehen, dann habe ich das Gas gegeben, dann habe ich schon ein paar Meter auf P2 verloren. Und dann hatte ich das Problem, dass ich in den zwei Runden vorher irgendwie meine Reifen nicht richtig warm bekommen habe. Und ich hatte in den ersten zwei oder drei Runden, hatte ich extrem mit Grip zu kämpfen. Ich habe dann auch, wie im Video schon gesagt, Position wurde jetzt von Position 4 und 5 überholt, sodass ich selber Fünfter war. Position 5 konnte ich mir dann aber relativ schnell wiederholen. Position 4 war ein bisschen mehr arg, da habe ich glaube, lass mich lügen, 4-5 Runden gebraucht, bis ich ihn dann tatsächlich eingeholt habe. Aber das hat dann auch nicht lange gedauert, bis ich ihn dann überholt habe. Und dann waren es, glaube ich, 2 Runden oder 3, die ich noch frei Fahrt hatte. Und ja, das war dann jetzt im Endeffekt so das gesamte Rennen. Wie gesagt, ich werde mich da jetzt um den Ersatz kümmern für meine GoPro, weil jetzt am nächsten Montag steht das nächste Liga-Rennen an. Und da möchte ich natürlich, dass eine Kamera am Start ist, die funktioniert, wie sie soll. Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen technischen Fehler, der Gott sei Dank nicht an mir liegt, sondern an meiner Kamera selbst. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das Rennen hat euch gefallen, ihr hattet geile Unterhaltung. Ich meine, vielleicht ist ja der eine oder andere unter euch, der sich vielleicht auch ein bisschen mal was abschaut, keine Ahnung, kann ja auch sein. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich würde mich auch über einen Kommentar freuen. Und teilt das Video natürlich auch gerne mit euren Leuten. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein. Ciao, ciao.